So, hallo zusammen und willkommen zurück zu der 500er Karte. Was hat sich hier so ereignet? Was gab's Neues? Wie wir sehen, ist Arrowhead hier sehr erfolgreich, hat hier alles schon erobert. Wie gesagt, er muss mir so eine Schneise hier im Norden lassen. Das werden wir dann demnächst in Angriff nehmen. Ich habe erstmal entschieden, hier die KIs erstmal aufzuräumen, hier im Hinterland, damit wir ein bisschen größer werden und stärker werden. Wir haben inzwischen, wie viele Provinzen haben wir denn überhaupt? Wir haben inzwischen 85 Provinzen immerhin. Schließen langsam immer mehr auf. Allerdings gegen die Großmächte haben wir da keine Chance aufzuholen. Auch gegen unsere ganzen Kollegen stinken wir ab. Wir sind wirklich der schwächste Partner hier. Hätte ich mir ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass wir so Schwierigkeiten haben, nachdem unsere Ressourcenproduktion ja so gut losgegangen ist. Allerdings strugglen wir jetzt momentan da gegen das Öl. Wir haben nur 1200 Öl, also insgesamt 1000 Energie. Ich bin jetzt stark im Minus in Kohle gegangen, damit ich mehr Öl produziere. Und Material haben wir ordentlich, 4000, also da könnte man sogar was verkaufen auf dem Rohstoffmarkt. Ich guck mal, ob ich da das verkaufen wir mal kurz, aber der Rest behalte ich mal, das ist mir zu günstig. Wobei ich überlege gerade, weil das sind da doch 70.000 Geld, dann könnte ich hier ein bisschen Öl stattdessen einkaufen. Ja, das ist leider viel zu teuer. Ich kann hier noch ein bisschen Nahrung verkaufen. Fisch ist mir zu günstig. Nee, dann lassen wir es mal so. Ja, und was bauen wir denn so alles momentan? Das kommen wir mal erstmal dazu. Wir bauen jede Menge Fabriken nach wie vor. Und Eisenbahnen auch noch. Und bauen momentan nur eine einzige Art, die, weil wir einfach kein Öl haben. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Die KI hier, wir haben ja den hier angegriffen. Hier, South Dakota. Oh, der ist so. Ne, der ist. Ich habe schon gedacht, der wäre aktiv. Ne, der ist inaktiv. Die ersten Provinzen haben wir schon eingesackt hier mit einer Stufe 3 Festung, 3,2 sogar oder sowas. Und hier haben wir jetzt nicht so viele Artis am Start, nur 4. Da ist noch eine, die gleich dazu kommt. Dadurch, dass wir kaum Artis bauen können momentan wegen dem Ölmangel, ist das halt eben ein bisschen doof. Ich glaube, ich kaufe mir hier sogar das restliche Öl auch noch. Gab es da günstigere Angebote heute? Wir können ja mal schauen. Ich habe ja hier auch schon Öl für 18,5 und hier 16,3 und 16 und so gekauft. 15,7. Allerdings macht uns jetzt der Ölmangel wirklich zu schaffen. Wir können, jetzt haben wir erstmal kein Geld, aber das sollte ja demnächst sich wieder geben. Genau, also hier kommt noch eine Arti dazu. Die KI greift mich die ganze Zeit an. Heute schon mehrere Angriffe hier gewesen und auch hier glaube ich irgendwo. Habe ich die Armee noch ein bisschen verteilt, weil hier schickt die KI nochmal 6000 Mann. Da kommen nochmal 20.000 Mann zur Hilfe. Hier kommen 16.000 Mann zur Hilfe gegen die 5000. In einer Stunde sind wir da eh schon da. Okay, das passt schon alles. Ich glaube, ich kann die auch mal verschieben hier. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ah, wobei, dass man mal ein People da sicherheitshalber. Wie sehr mag mich die KI denn hier? 45% sollte eigentlich kein Problem sein. Oh, hier wurde eine Werkstatt fertig gebaut. Dann kann ich hier gleich mal die nächsten Fabriken im Bau geben. Genau, und hier haben wir auch schon Provinzen erobert. Auch immerhin eine Stufe 2,2 Festung oder sowas. Wir haben die Hauptstadt freigeschossen. Ich lasse jetzt hier eine Arti stehen und da. Oh, 50.000 Mann ist viel zu viel. Jetzt schickt er nämlich Armeen in seine Hauptstadt, um zu verteidigen. Ja, okay, dann lassen wir das so. Hier gehen 21.000 Mann hier hin und die Artis, die 16, die gehen auch dahin, werden dann hier draufballern. Da kommen auch schon die ersten Pferdis an. Moment, die Pferdis werde ich mal vereinen hier mit den Männern. Die sollen mal kurz vor der Stadt da postieren. Könnte ich die theoretisch auch schon im Nahkampf angreifen? Das mache ich auch, glaube ich. Why not? Da brauche ich eigentlich die Artis nicht, die brauche ich aber hier dann. Tatsächlich, deswegen mache ich mal hier mit Verzögern, dass die Kavallerie in diesen 5 Stunden 27 da, dann kommt, wird das hier auch zusätzlich reinjoinen und die Artis werden auch hier reinmarschieren, wenn die soweit sind. Genau, 16 Artis, 8 Verdis habe ich da hier noch und einen demolierten Fesselballon, die sind alle ein bisschen demoliert, die sollten aber sich demnächst erholen. Irgendwie gab es hier so einen Bug, dass die KI hier durchschlüpfen konnte durch die Nahkampfeinheiten. Man konnte meine Arti angreifen. Dieser Bug ist seit ein paar Tagen bekannt, aber gut, es ist wie es ist, ne? Ich glaube, ich kann diese Arti ein bisschen weiter nach vorne schicken. Oh, nicht, dass hier das auch so passiert mit dem Durchschlüpfen, ne? Okay, warte mal, ich schicke mal lieber ein paar Männer auch dahinter, mal 6000 Mann wenigstens.
So, und die Art, die soll mal hier hinkommen mit den 6000 Mann. Passt dann schon. Ja, hier sammeln die noch ein paar Männer im Hinterland, die sind aber jetzt nicht so wichtig. Da kommen nochmal 10.000 Mann an. Die Moral ist ja hier einigermaßen okay, ja, inzwischen 92% sogar. Ich könnte die Hauptstadt jetzt einnehmen, werde ich jetzt aber erstmal noch nicht machen. Ich werde ein paar Hauptstädte übrig lassen für später, für das Late Game. Wobei, das überlege ich mir noch, ob ich das nicht doch noch hole irgendwann. Weil eine Hauptstadt würde mir schon gut tun. Aber das überlege ich mir noch. Genau, also bei uns schaut es so aus. Hua Huia ist in Action. Ich weiß gar nicht, was hat er überhaupt noch Kriege? Ja, oh ja, fünf Kriege sogar noch. Alles klar, der ist hier auch ordentlich am Aufräumen scheinbar hier. Texas holt er sich noch scheinbar. Und hat auch ein paar Hauptstädte übrig gelassen. Greift wahrscheinlich hier auch bald hier Colorado an. Ja, aus diesem Grund habe ich auch hier angegriffen, weil ich muss ja auch größer werden, ja. Und die ganzen Kollegen hier, die greifen überall an. Der Isco greift zum Beispiel hier Fort Hope an, was ich mir eigentlich selber einkrallen wollte. Alabama hat hier sich alles gekrallt. Und ja, damit ich größer werde und damit ich auch bald mal stärker werde, muss ich hier auch ein paar Gebiete mal einnehmen. Werde wahrscheinlich auch Winnipeg demnächst angreifen und North Dakota. Und danach vielleicht Rossville und dann werde ich hier meinen Weg Richtung Asien bannen. Das wird ja noch ein paar Tage dauern, aber es ist ja trotzdem irgendwie wichtig, dass ich das so mache. Die Kollegen hier sind inzwischen übrigens in Südamerika auch gut unterwegs. Ja, da ist nicht mehr so viel da. Und sind ein paar Spione hier unterwegs. Was ist hier so los? Okay, da werden mit Kreuzern geschossen, alles klar. Apropos Kreuzer, muss ich demnächst auch mal anfangen, mal Flotte zu bauen. Hier ist ein Fesselballon von Alabama unterwegs und das schippert Centro herum. Okay. Ja, hier auf jeden Fall in Schottland gibt es schon Action. Da wird schon geschossen. Ein paar Mal. Jetzt kommt hier eine Artie scheinbar an. Da kommen die zwei Kreuzer und hier kommen auch nochmal. Was ist das hier? Ein Ferdi und hier auch nochmal ein paar Männer und dann nochmal ein Kreuzer und so weiter. Also da sind die Landungsversuche da. Hier wird schon gelandet von Alabama zum Beispiel hier, auch mit zwei Kreuzern. Hier schon freigeschossen. Schottland versucht sie zu wehren. Der ist aber noch aktiv, oder? Ja, der hat seine Hauptstadt hier verlegt, wie es aussieht. Der ist noch aktiv, allerdings sollte er nicht lange durchhalten. Er ist aber eine Koalition mit England, Essex, Wales, Roan Alps und so weiter. Ich glaube, das ist Wales, genau. Und der wird ihn wahrscheinlich auch noch unterstützen. Der hat hier auch eine Provinz sogar. Das heißt, ja, aber unsere Kräfte sind unterwegs. Da seht ihr, da kommen ja nochmal Männer hier nach. Und hier wird auch schon einiges rumgeschippert. Jede Menge Konvois unterwegs. Bermuda ist hier unterwegs, alles klar. Was ist das denn? Auch nicht schlecht. Ja, und Isco ist hier am Erobern. Ich vermute mal, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er Grönland übersetzt. Und dann nach Irland. Dann auch hier in Europa Action macht. Also die zwei werden auf jeden Fall Europa in Action machen. Die zwei Kollegen hier machen in Afrika Action und wo Korea hingeht, weiß ich nicht. Er greift auf jeden Fall hier Hawaii an, wie es aussieht. Und, oder ist er das? Ja, genau. Oh, da ist er krank, im Kampf gegen Shikoku. Shikoku ist, glaube ich, hier in Japan irgendwo, oder? Ja, genau, das ist der hier. Der ist in Action, die kämpfen da um Hawaii scheinbar. Und wenn der Kampf, da kommt noch ein Kreuzer hinterher, Gott sei Dank. Oh, die Kreuzer sind schon fast down, seine auch. Seine sind sogar noch mehr down, also der Kreuzer sollte hier dann den entscheidenden Punkt machen. Dann kann er hier, weil Hawaii hat er ja schon, nee, Hawaii hat er noch nicht, aber Hawaii hat uns Wegerecht gegeben, deswegen schaut das so lustig aus. Okay, alles klar. Ja, auf jeden Fall Hawaii sollte er dann demnächst holen. Er schickt hier auch schon jede Menge Männer darüber. Und hier auch ein paar Spione aus Wasser. Unser Kollege Arrowhead ist hier unterwegs. Der sammelt sich hier mit Armeen. Wahrscheinlich wird er hier bald bei den Koyaken landen wollen. Vermute ich mal stark. Mal schauen. Also wir werden wahrscheinlich hier den nördlichen Teil holen später und dann eventuell hier so rüber schippern. Das ist so der Plan. Was macht denn Kollege Australien hier? Robber Gulf sehr erfolgreich nach wie vor. Ist hier ordentlich in Action. Und greift hier, wie viele Kriege hatten der am Start? Zwei Länder, Broome und Nelson. Eine Koalition, aber ich glaube, die sind alle schon inaktiv, oder? Ne, die sind sogar noch aktiv. Okay, die sind aktiv. Albany ist sogar auch noch aktiv in einer anderen Koalition drin. Mit Esperance. Okay. Ja, spannend. Auf jeden Fall sollte das demnächst auch im Komplett gehören.
Hier auf der 500er Karte geht natürlich alles ein bisschen langsamer. Ne? Wir sehen, dass Böhmen nach wie vor 296 Provinzen hat, oder hat 296, weiß nicht, ob er vorher schon so viel gehabt hat. Peru 244, Steiermark 224. Letztlich, es gab 199, Vyborg 195, Coahuila 191. Ihr seht, da sind einige russische Mächte am Start. Da haben wir mit unseren 85 Provinzen eigentlich nicht den Hauch einer Chance momentan. Aber was sagt die Zeitung? Wir sind auf Platz 18 sogar. Und auf Platz 14 der mächtigsten Armee in der Welt. Also dafür, dass wir so klein sind, haben wir eine ordentliche Armee. Ne? Also kann man wirklich sagen. Jetzt dann effizienteste Industrienation waren wir auf Platz 21. Genau. Und wir können ja noch mal kurz gucken. Wir haben ja schon bereits Tag 20. Ne? Was sind die Statistiken hier? Wir haben 5000 Mann verloren. Die KI Garden Hill 55.000. Wir haben 15.000 Mann verloren. South Dakota 112.000. Und dadurch ergibt sich bei uns eine Kill-Death-Rate von 7,68, ganz gut, ne? 684 Einheiten, 85 Provinzen und 86% Moral. Wir haben natürlich noch kein Malus, ja, das kommt ja erst später. Da müssen wir schon über 200 Provinzen sein, damit das Mali sich bemerkbar macht. So weit sind wir noch nicht, Gott sei Dank. Das heißt, wir können uns die ordentlich ausbreiten. Wie gesagt, die zwei KIs erst einmal komplett einnehmen. Ich weiß noch nicht, ich glaube, ich werde hier die Provinz tatsächlich mir holen, weil hier ist nämlich eine Stahlprovinz, die brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber hier ist in der Hauptstadt eine Doppel Ölprovinz und die kann ich gut gebrauchen. Die kann ich definitiv gut gebrauchen. Moment, wo ist denn eigentlich meine andere? Hier ist die Truppe unterwegs. Okay. Die sollen lieber mal hier hingehen, würde ich mal sagen. Kann ich morgen Abend dann direkt hier auf Winnipeg losgehen? Spätestens, wenn die hier durch sind, vielleicht sogar früher. Dann kann ich Winnipeg auch gleich mal holen. Dann schaut. Ja, dann vergrößern wir unsere Grenzen immer mehr. Roswell, wie gesagt, will ich auch noch holen. Vielleicht auch noch Regina, aber da wird wahrscheinlich der Kollege aus Coahuila schneller da sein. Der ist ja hier schon bald fertig mit dieser KI. Genau, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ein paar Provinzen noch holen. Dann können wir hier der Rest auch noch holen. Ich hoffe, dass Iskomiri, Eskimo Point wenigstens lässt. Und die Victoria-Inseln werde ich ihm mal drauf anschreiben. Oder drauf ansprechen. Ich sehe gerade, dass hier Karibik ja noch offen ist, aber da sind auch schon ein paar Truppen unterwegs. Alles klar. 122.000 Mann auf einem Black von der KI. Okay, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.